So, meine Lieben, willkommen zu meinem ersten Vlog. Es ist ungewöhnlich, die Kamera so zu halten, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Diese Redewendung bedeutet übrigens, dass man etwas schafft, dass man etwas gut hinbekommen wird. Ich werde also das Kind schon schaukeln. Ja, ich bin derzeit in einem wunderschönen Hotel in der Stadt Freudenstadt. Ist das nicht ein schöner Ortsname, Freudenstadt? Da kriegt man noch gleich gute Laune. Und es ist ein Wellness-Hotel. Also hier kann man in die Therme gehen. Die Therme, das ist so eine Art Schwimmbad, aber eher ruhiger und eher für die Erholung gedacht. Und hier gibt es eine Saunalandschaft und ein Fitnessstudio, also genau das, was ich im Moment brauche, um die Seele baumeln zu lassen. Die Seele baumeln lassen ist übrigens auch eine Redewendung und bedeutet, dass man sich erholen kann, entspannen kann. Also ich lasse hier in diesem Wellness-Hotel die Seele baumeln. So, dann zeige ich euch einmal das Hotelzimmer. Also hier ist der Eingang. Und das Coole ist, wir haben eine kleine Kaffeemaschine. Das hat nicht jedes Hotelzimmer, deshalb freue ich mich besonders darüber. Das ist hier alles in Holzoptik gehalten. Also hier, also es ist nicht nur Holzoptik, sondern es ist tatsächlich Holz. Und hier gibt es einen Schreibtisch und einen Fernseher. Ich finde, das ist sehr schön und liebevoll dekoriert. Normalerweise sind schwarze Möbel nicht so mein Ding, aber ich finde, hier passt es irgendwie perfekt. Genau, und dann haben wir hier diese wunderschöne Aussicht in diesen wunderschönen Wald. Und wenn man morgens aufwacht, dann kann man diese Aussicht hier direkt genießen. Ein Traum. Hier gibt es noch eine kleine Sitzecke. Die finde ich auch wirklich sehr süß, sehr geschmackvoll eingerichtet. Das hier ist ein Tisch. Fragt mich nicht, warum dieser Griff da ist. Ich habe den Sinn noch nicht verstanden, aber sieht gut aus. Kann man so lassen. Und dann haben wir hier noch einen Balkon. Der ist zwar klein, aber fein. Hier haben zwei Leute Platz. So. Und das ist unsere Aussicht. Gestern haben wir einfach nur einen Entspannungstag gemacht und das brauchte ich wirklich dringend, weil ich die letzten Wochen und Monate so viel gearbeitet habe und bestimmt seit über einem Jahr keinen wirklichen Urlaub mehr hatte. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Sommerurlaub machen, das heißt irgendwo vielleicht nach Mallorca fliegen oder auf die Kanaren. Übrigens, wenn es eine Insel ist, dann sagen wir, ich fliege nach. Zum Beispiel, ich fliege nach Mallorca, ich fliege nach Sizilien. Wenn es aber eine Inselgruppe ist, benutzen wir auf. Ich fliege auf die Kanaren, ich fliege auf die Malediven und ich fliege auf die Seychellen. Das nur kurz zur Info. Ja, und dann haben wir uns doch kurzerhand, also spontan umentschieden und sind dann hier mit dem Auto in ein wunderschönes Entspannungsgebiet oder Erholungsgebiet gefahren und ja, das ist eigentlich genau das Richtige. Ich könnte den ganzen Tag nur schwimmen und lesen. Das habe ich seit langem nicht mehr gemacht. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr euch mal richtig entspannen wollt? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Heute machen wir auf jeden Fall noch einen Ausflug in die nächstgelegene Stadt, nämlich Freudenstadt. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt, was es da alles zu sehen gibt. Und natürlich nehme ich euch mit. Thank you.
So, das war ein sehr schöner Ausflug in Freudenstadt. Das Wetter war wirklich perfekt. Und jetzt überlege ich mir, ob ich vor dem Abendessen noch eine Runde ins Fitnessstudio gehen sollte. Ich glaube, ich mache es einfach. Nicht zu viel nachdenken, einfach machen. Also, los geht's. Es ist hier ganz schön frisch geworden, aber das Wetter ist dennoch schön und man kann hier viel unternehmen, weil die Sonne scheint, es hier einen wunderschönen Wald in der Nähe gibt und ja, man einfach die Ruhe genießen kann. So, heute ist der dritte Tag im Hotel und das Wetter ist so schön. Wir haben heute 20 Grad und Sonnenschein. Das ist ja fast frühlingshaft. Und deshalb haben wir uns entschieden, einen kleinen oder auch größeren Waldspaziergang hier zu machen und die Gegend ein bisschen zu erkunden. Und ja, nach dem Spaziergang, denke ich, werden wir wieder eine Runde schwimmen gehen und unseren vorletzten Tag hier genießen. Mal sehen, wie das Wetter morgen wird. Vielleicht kann man auch den ganzen Tag nur im Hotel bleiben, weil es regnet oder so, aber ich hoffe mal nicht. Soweit ist es hier eigentlich sehr, sehr schön. Also ich bin absoluter Freund von Wäldern und Natur. Ich mag auch den Strand ganz gerne. Aber ich finde es irgendwie spannender, wenn man wandern gehen kann, die Natur erkunden kann und ja, deshalb ist es genau das Richtige für mich. Man am besten Energie tanken. Natürlich auch, wenn man am Meer ist irgendwo, aber ich persönlich mag es, in der Natur zu sein, im Wald spazieren zu gehen und freue mich, dass wir jetzt noch die Gelegenheit dazu haben, bevor der Winter da ist.
So, meine Lieben, heute ist Tag der Abreise. Unsere Koffer sind auch schon wieder gepackt. So schnell vergeht eine Woche. Das ist unglaublich. Übrigens, wenn wir im Allgemeinen davon sprechen, dass wir Sachen in den Koffer packen, um zu verreisen, dann sagen wir den Koffer packen und nicht einpacken. Das ist ganz wichtig. Nur wenn wir spezielle Gegenstände in den Koffer tun, zum Beispiel eine Zahnbürste, dann benutzen wir das Wort einpacken. Also, ich packe meinen Koffer und verreise, aber ich packe meine Zahnbürste ein. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, das ist unser letzter Tag. Wir reisen gleich ab. Zuvor gehen wir aber noch schnell frühstücken, trinken einen Kaffee und checken dann aus. Schade. Schön war's hier.